Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge bei Kettle am Kopf. Ich bin immer noch bei und suche mein Feld aus. Bin jetzt gerade den Turm wieder hergestellt. Und zwar war dieses Feld mir interessant. Also Feld 3 könnten wir kaufen, wäre auch bezahlbar. Und auch relativ groß. Es war schlecht gedüngt, ist auch schon gegrubbert. Und Tiefenlocke 50%, das würde mal ein Jahr gehen. Das kaufen wir mal. So, Besitz. Kann sein, dass ein bisschen immer, ne? Ja. Also aktuell werden wir eher für Sommerweizen. Da brauchen wir Stickstoffgehalt 120 Kilogramm, Phosphor 95 und Kalium 160 Kilogramm. Da werden wir uns mal zum Händler fahren und dann mal Dünger kaufen und Saatgut. Ob mir der Hof gehört, das weiß ich noch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können hier reingehen. Und da ist der Computer, okay. Also können wir schon mal reingehen. Wir fahren jetzt mal zum Hof und zum Düngerhändler, zum... Ja. Katze ist nicht da. Mäuse auf jeden Fall. Okay, da steigen wir ein und starten mal. Wir besorgen uns mal Dünger. Anbrennen lösen. So. Dazu müssen wir... Junge. C. Große Karte. Ich hab's schon vergessen. Diese. Ja, Händler. Also wir müssen zum Händler fahren. Zu unserer Genossenschaft. Und dort das entsprechende Saatgut kaufen und Dünger, ne? Wir werden allgemein Dünger nehmen, je 50 Kilogramm. Und bei Bedarf mit Körner nachdüngen. Wo treibt sich unsere Katze rum? Wir fahren das mal. Oh. Ja, gute Frage, ne? Da ist die BGH. Wir fahren mal da lang, ne? Vollgas. Ja, Aussaat. Wir brauchen noch einen Düngerstreuer. Dafür können wir den kleinen ja nehmen, den kleinen. Und ich denke mal, werden uns die Maschine zur Aussaat zum Ernten ausleihen. Anhänger kann man auch noch kaufen. Der kostet nicht mal so viel Geld, denke ich mal. Hoffe ich mal. Leisten können. Wir werden das erste Mal Sommerweizen oder Sommerrocken. Ist ja im Grunde egal. Hauptsache irgendwas, was bisher noch ernten können. Ne? So, wir müssen gucken, ob wir richtig fahren. Ich glaube schon. Ja, auch nochmal läuft. Ja, der Start einer neuen Karriere hier. Kettle und Kops. Wo das Auto gekommen ist. Ja, und mal sehen, wie wir das so hinkriegen. Ne? Es soll ja zu Weihnachten ein großes Update kommen. Ich habe noch keine Information, was da kommt. Heute lief, glaube ich, ein Livestream. Mit den Entwicklern, glaube ich. Aber da ich ja arbeiten war, konnte ich nicht dran teilnehmen. Wo ich hier auch zukomme. Irgendwie links. Ja, da müssen wir die große Karte wieder kriegen. Ne? Map. Verankern, ne? Von hier. Holz zur Baustelle. Die ist Karte zu Ende. Hier geht's uns nirgendwo. Gut. Optisch gut gelöst. Der hätte aber lieber. Ich hab's gedacht, ich vergesse, wie es funktioniert. Eins. Oh, jetzt zeigt er uns ein paar Werte an, die ich gar nicht sehen wollte. Da macht nichts, ne? Na, da gibt es ein Kreuz drauf. Geht darum, dass ich hier.
Ich muss ihm auch sagen, wir haben einen Streik, das ist mir gewöhnungsbedürftig, sagen wir so. Ne? Zwei Geräte und einen anderen Gerät muss ich auch noch ein bisschen dunkler machen hier. Nicht zu hell ist. Denn, ja, ich habe normales Licht und halt die drei Monitore, ne? Die Aufnahmen und die Aufnahmeprogramm, wo ich sehen kann, wo im Prinzip die Aufnahme erscheint. Das habe ich gerne unter Kontrolle. Denken kann ich erkennen, aber nicht sehen, ob das überhaupt funktioniert. Ne? Immer wo ist denn der Händler? Weniger hier der andere. Und, na, Genossenschaft für, da kann man rechts abbiegen her. So. Da kommt die Stadt. Ja, genau. Vorne lang und näher. Ja, wir haben hier Frühling, ne? Im April. Ja, ich denke mal Getreide aussehen, das ist okay. Sommergetreide. Für Mais wäre noch ein bisschen zu früh. Temperaturmäßig bin ich da vorsichtig. Aufgrund der Nachtfröste, die im April noch kommen können, bis zu den Eishalligen im Mai. Da zu früh ausgesät wird, ist es schlecht. Aber da können die Fachleute besser beurteilen. Ist auch von Region zu Region unterschiedlich. Ich denke mal, dass im Donauraum, im Raum Wien, nicht so kalt ist, aber wiederum ein bisschen höher gelegen. Könnte schon unten sein, ne? Da ist die Mühle, wo wir zuletzt waren. Kreisverkehr. BGH Plus. Ich glaube geradeaus, Kreisverkehr geradeaus. BGH aber nicht einfach. Ah, da ist schon ein Symbol für Sack. KI-Verkehr überhaupt keinen gesehen. Aber jetzt nichts deaktiviert, ne? Also von daher. Oder wenn ich mit Absicht absehen. Warum dringend Saatgut? Logisch, da können wir nicht anfangen, ne? Da können wir das. Was haben wir? Bär, Stein. Was hier kommt wohl? Anderes, ne? Recyclinghof oder sowas hier. Ach, Klärwerk. Klärwerk, da wollen wir nicht hin. Ach, haben wir auch gesehen, ne? Klärwerk. Oh, da ist der KI-Verkehr. Ich bin auf der linken Seite gefahren. Ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut. Ist aber recht gut. Hier ist unser Freund. Also ein bisschen reduzieren. Unser Lohnunternehmer. Schauen, wo das entsprechend finden. Ne? Also. Und so kann man auch Zeit durchschlagen. Ne? Da ist die BGH.
Wieder mal. Also große Zikade, ja, da können wir normalerweise nicht mehr fehlen. Ja, Biosanlage, da oben liegen. Und da sind wir gekommen. Mal versuchen, die Karte größer zu machen. Aber wie genau? Aber hier, F1 können wir auf jeden Fall gucken. Im Besitz verfügbar. Rinder. Vollzeit. Da waren wir gewesen. Die Stadt müsste hier irgendwo sein. Das ist der Hafen. Unser Hof. Na gut. Schau mal. Wenn ich jetzt nicht schaffe, das zu finden, dann muss ich mir näher gucken, kurz offline, wo das ist. Und die Karte aufkriege, die große. Denn das kann es ja nicht sein. Oh, kommt eine Phase ab. So, links hoch, da war die Karte zu Ende. Das weiß ich nicht genau. Warum nicht hochfahren? Ja. Da haben wir einen Kreis gefahren. Oh, interessant. Kreisverkehr nach rechts oder so. Mal sehen. Viele Symbole rechts, da müssen wir ein bisschen da ein bisschen orientieren. Und zwar an der Kreuzung. Da haben wir jetzt hier, nee, da nicht. Die nächste. Hier. Ja, haben wir einen Hof hier gefunden, ne? Ist auch mal schön. Dann müssen wir mal gleich geradeaus fahren. Wo kommen wir nicht hin? Da ist die Biogasanlage. Und zurecht fährt wieder. Also, weiß ich wieder. Katze. Ah, nein, ich bin auch gefahren. Hauptstraße, ja. Über die Hauptstraße rüber, mal rechts fahren. Boah. Da. Das ist das kennen wir schon. Das muss ja irgendwo zu finden sein, das ist ja auch nichts. Die Fahrphysik ist gut. Also das ist aber frei. Das funktioniert. Map verankern. Das ist alles links, die Symbole. Das müsste da unser Kumpel sein. Aussagen, mal schauen. Zu außen, ne? Vom Symbol her wenigstens.
glaube eher nicht, da haben wir nicht gekauft. Das sind Felder, Felder haben wir auch nicht, keine Kauf. Was könnte man. Das können wir im Menü sehen, ja. Menü und 6 Minuten. Ah, da ist doch was. Das ist doch irgend so ein Symbol. Eigentlich kein Corona lieber. Hier können wir nichts kaufen. Ja doch. Ja, da ist vielleicht die Karte anders wie jetzt im. Da kommt der Flüssig drüber sicherlich. Nicht viel. Ja, wie das wieder aufgeht. Tank leeren. Nee, nee, wir wollen füllen. Ausklappen. Anschalten. Ist da F2? Forward links rechts. Ja. Kurz mal ausmachen, ne? So. Ein bisschen zurecht finde ich hier wieder. Wahnsinn. Da finden wir auch nichts. Schreiben wir aus. Aber die Innern, also die Sicht, mag am liebsten. Das könnte sowas sein, ne? Aber wiederum müsst ihr auch so ein Symbol aufkreuzen, wo man sagen kann, oh, jetzt beladen am Tun. Das ist hier auch nicht. Okay, das ist hier auch nicht. Dann kriegen wir hier nichts. Das stimmt. Das war ja im Prinzip ein Symbol, Start und ne, haben wir nicht. Okay. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Hier guckt man leicht, wo die Karte vergrößern kann. Ja, tschüss, ciao, ciao. Und jetzt Dankeschön fürs Reinschauen. Fleißig dabei sein. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier bei Kettle Kopf. Mm-hmm.